Coronavirus, Pandemie, Krise lässt uns immer noch nicht locker und ich muss sagen, die letzte Woche hat es mich selber ziemlich erwischt. Nicht gesundheitlich, sondern irgendwie mental. Ich habe selber gemerkt, wie mich das Ganze aus dem Leben gerissen hat und egal wie viel ich auch schon weiß, wie der Kopf so funktioniert und wie man eigentlich das Ganze sehen soll, ich war trotzdem dem nicht gefeit so. Hab mich jetzt überwunden, endlich mal wieder ein Video zu machen. Bin mal ganz ehrlich mit euch. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll, was ich für Videos machen soll. Hab hin und her überlegt. Und ich glaube, es geht vielen gerade so, dass sie nicht richtig wissen, was sie machen sollen. Sie fangen irgendwas an und merken dann wieder, ah, nee, doch, vielleicht nicht. Keine Ahnung, in was für einer Phase ich jetzt gerade bin. Aber ich habe euch ja von Anfang an gesagt, ich will Transparenz auf YouTube und zwar wirklich zu 100%, so gut es halt geht. Und deswegen muss ich euch auch durch solche Phasen mit hindurchnehmen und euch erzählen, wie es mir gerade geht, wie ich mich damit fühle und so weiter und so fort. Also ein ganz kurzer Overview, was eigentlich gerade so abgeht und dann vielleicht ein Fazit daraus ziehen. Das Video ist ziemlich spontan, weil ich habe die ganze Woche überlegt, was ich jetzt eigentlich machen möchte und habe mich jetzt einfach hier hingesetzt mit der Kamera und einfach losgelegt, weil ich das nicht mehr aufschieben wollte und wieder in diesen Videoflow kommen wollte, dass ich wieder ans Produzieren komme und nicht damit aufhöre. Der Stand der Dinge ist halt gerade so, hier bei uns in Deutschland zumindest, ein paar Geschäfte dürfen jetzt schon wieder öffnen, Fitnessstudios leider noch nicht, weswegen auch ja bei mir alles gerade so ein bisschen auf der Kippe steht und wie es wahrscheinlich auch bei vielen anderen gerade aussieht. Ich selber bin mit meinem Training relativ zufrieden. Ich glaube, ich werde nicht so viel Muskelmasse verlieren über die Corona-Zeit. Das heißt, da bin ich einigermaßen safe. Dennoch freue ich mich darauf, wenn die Corona-Krise vorbei ist und man wieder alles ganz normal machen kann. Videotechnisch hier auf diesem Kanal habe ich jetzt viel hin und her überlegt und mich gefragt, was will ich jetzt eigentlich machen? Ne? Also, ihr merkt selber jetzt noch, wie das Ganze mich eigentlich beschäftigt, abfuckt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mich deprimiert es auch so ein bisschen alles. Man ist halt nur zu Hause, Kreativität ist zwar irgendwie da, aber es fehlt einfach dieser Antrieb, dieser Flow. Und ich glaube, so geht es bestimmt vielen. Ne? Also, und auch wenn ich die YouTuber angucke, die anderen Leute, die Videos machen, ich habe das Gefühl, keiner redet darüber. Also keiner redet darüber, dass nicht nur finanziell und wegen Business und so, sondern allgemein, das leidet einfach so viel unter dieser Krise und auch Kreativität und ich weiß, auf YouTube müssen wir immer alle schauen, dass alles gut ist und schöne, heile Welt und alles ist cool, aber so ist das halt einfach nicht. Und ich habe auch kein Bock, mich da zu verstellen. Wenn ich mich vor die Kamera stelle, dann will ich auch das sagen können, so was ich sagen will. Ich hoffe einfach, dass wirklich bald alles vorbei ist, dass alles nicht so schlimm kommt, wie ja, ich mich gerade fühle. Ja. Ja, ich wollte euch einfach nur ein kurzes Update geben, mich mal melden und vielleicht komme ich jetzt wieder mehr ins Produzieren. Ich will auch unbedingt immer noch live gehen, aber ich weiß nicht richtig, was ich live machen soll. Also ich kann mich noch nicht so mit diesem Thema Livestream noch nicht so ganz anfreunden irgendwie und komme da noch nicht so rein. Vielleicht mache ich heute Abend einfach mal einen und gucke einfach mal, was passiert. Ich habe auf Instagram ja so ein paar Themen bekommen, was ich machen könnte. Wenn ihr Ideen habt, dann helft mir gerne, packt es in die Kommentare so. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie es euch mit dieser ganzen Krise geht. Vielleicht habe ich dann so das Gefühl, ich bin nicht mehr ganz alleine damit. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr bleibt gesund und es kehrt bald einfach wieder Normalität ein. Also, peace, Leute, und